So, herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge von American Truck Simulator. So, ich verstehe übrigens immer noch nicht, warum eigentlich OBS immer kurz bevor das Fenster öffnet, ganz kurz mein Desktop einblendet. Ich muss mal ganz kurz was gucken. Guck ich? Kurz, guck ich nicht. Ah, mache ich vielleicht außerhalb der Aufnahme. Also so viel rumexperimentiere, das interessiert euch wahrscheinlich sowieso nicht. Von daher. Wenn wir mal gucken, wenn ich so ein halbtransparentes Fenster aufnehme, also jetzt zum Beispiel so ein Terminal, da kannst du den Hintergrund auf halb transparent stellen. Ob er dann auch bei OBS den Hintergrund vom Desktop anzeigt oder das Hintergrund von dem in OBS dahinterliegenden Frame. Layer, whatever. Würde mich mal echt interessieren, ob OBS mit Alpha-Kanal klarkommt. Weil dass er den Desktop anzeigt kurzzeitig, schätze ich mal, das liegt daran, weil ich ja bei KDE mittels Compositing, ja, wenn Fenster geöffnet werden, die nicht einfach erscheinen, sondern sie quasi immer eingeblendet werden. Und dabei halt durch diesen Alpha-Kanal, ne, also dass halt so dezent transparent ist, OBS damit nicht klarkommt und dann stattdessen den Desktop anzeigt. Weil in OBS blendet das Fenster ja nicht ein, es ist auf einmal da. Aber trotzdem sieht man vorher kurz den Desktop. Also irgendwie schon ein bisschen seltsam. Sehr suspekt. Naja, gut. So. Oh. Natürlich wieder rot. Oh, Feuerwehrwagen. Yay. Wupp, hab gerade vorgestern erst wieder, also ich spiele jetzt schon seit Tagen wieder privat, ein bisschen GTA San Andreas. Und hab davor gestern erst wieder die Feuerwehrmission gemacht. Deswegen ist mir der gerade so ins Auge geschossen. Hey, kennst du da irgendwo her, du? Aber gerade, ne, man merkt schon, ich meine, GTA San Andreas war ja eins der Spiele, was mir so das Look and Feel von Amerika etwas näher gebracht hat. Ja, muss man dazu sagen. Gerade so diese großen Autobahn-Intersections in San Andreas. Also dieses Autobahnkreuz und so, das ist ja, hat man ja als typisch Europäer so noch nicht unbedingt gesehen. So. Wobei das in San Andreas halt schon sehr einfach aufgebaut war. Aber hat man halt auch schon gesehen, okay, sieht in Amerika alles ein bisschen anders aus als so in Europa. Aber wenn man ja jetzt denn so andere Spiele kennt, warum nicht, oh, hier gibt es Ampeln, lol. Gerade wie halt hier den American Truck Simulator, dann merkt man aber auch im Vergleich dazu, wie einfach San Andreas halt gehalten ist. Ne? Was natürlich dem geschuldet ist, das geht ja San Andreas, die Map davon, natürlich gerade mal 6000 mal 6000 Meter groß ist. Also das ist halt von der Fläche her nichts. Und da dann so riesen Autobahn-Intersections drauf zu bauen, ist natürlich auch nicht machbar. Von daher muss man da alles ein bisschen kleiner machen. Aber fällt halt doch schon auf. Weißt du, früher San Andreas gespielt und dachtest du, wow. Und jetzt so, wow. Ja, ist schon, ne, ist zwar beides wow, aber doch schon ein bisschen anders. So, wir dürfen wieder 75 für die nächsten 3 Meter. Ach ja. Was ich mir halt, wie gesagt, hier für American Truck Simulator wünschen würde, ah, siehste, 65, war doch klar, dass sie halt mehr von diesen Strecken haben und auch längere Strecken, die einfach so wirklich durch die Pampa durchführen. Einfach so durch die Einöde. Links und rechts ist nichts anderes als Steppe oder Wüste oder irgendwie so in die Richtung. Weil A, kann man sowas halt super einfach implementieren in dem Spiel, weil du musst halt webdesign-technisch nichts machen,
Weil Steppen, das Steppt der Bär, diese Steppen, ist er bereits als Priest, wie sagt man, also als platzierbares Element bereits in dem Map-Editor drinne. Du musst also nur sagen, von da nach da geht eine Straße mit Steppe links und rechts und der Rest macht der Map-Editor. Oder, also hey, hier die Engine. Was halt schon Map-Editor oder Map-Erstelltechnisch schon sehr geil ist. Ja, und gerade mit dem Werkzeug könnte man einfach so wirklich ein paar kilometerlange Strecken bauen. Vielleicht noch ein paar Elemente hinzufügen, damit es ein bisschen abwechslungsreicher ist. Okay. Aber wirklich einfach so richtig schön lange Strecken bauen, wo einfach 55? Was ist hier los? Wo einfach wirklich nichts ist, wie halt, ne, wie im Echten. Ich meine, gerade das ist ja das, was Amerika so ausmacht. Ich meine jetzt nicht solche Städte wie jetzt Los Santos, wollte ich gerade sagen. Ich habe schon wieder zu viel Guitar San Andreas gespielt. Also, ne, ich meine, jetzt nicht alles in Amerika sieht so aus, das ist schon richtig. Aber man muss schon dazu sagen, dass es halt trotzdem schon Strecken gibt, die wirklich so sind. Dass du halt über Meilen und Meilen nichts anderes siehst als Steppe. Und wie gesagt, gerade das ist ja das, was so, wenn man so Filme sieht oder sowas, wo es so um Trucker Life geht, also damals so die alten Filme wie Duel oder ja, wie gesagt, so Trucker Filme halt aus der damaligen Zeit. Mir fällt jetzt gerade der Titel nicht ein von denen. Das ist halt genau das. Da ist nicht alles so grün wie hier. Es sind die wenigsten Strecken. Und sowas, wie gesagt, würde ich mir wirklich mehr wünschen. Leicht zu implementieren und bringt genau das Feeling von Amerika rüber. So muss das sein. Ah ja. Ich frage mich ja sowieso, ob sie irgendwann mal hier weiter nach rechts gehen, ne, die ganzen Sachen hier erschließen und man dann zum Beispiel auch die Route 66 endlich mal komplett abfahren kann. Also, ne, Route 66 gibt es ja nichts mehr, aber die ehemalige Route 66, die jetzt, glaube ich, die Route 80 ist, ne? War das nicht die Route 80? Das muss ich mir da jetzt nochmal gucken hier. Ach nee, war hier die 40er. Oh, jetzt bin ich raus. War das hier unten die 40er oder war es da um die 70er? Ich glaube sogar fast ist die 70er, ne? Oha. Aber sag mal, jetzt 28 ist das hier die 80er. Alter. Okay, jetzt bin ich raus. Also jetzt bin ich komplett raus. Ich hätte schwören können, es ist die 80er oben, aber irgendwie bin ich jetzt doch hier. Aber nee, doch, die geht hier oben raus. Das muss also die 80er sein. Die hier. Das dürfte die ehemalige Route 66 sein. Oh mein Gott. Eieieiei. Tja, so viel zu dem Thema. Doch, ist die Route 80. Ist nämlich die hier, ne, hier so nach San Ferrero führt. Oder auch nicht, keine Ahnung. Egal. Auf jeden Fall, ne, wäre das so schön, wenn die Map sich ein bisschen nach Osten? Rechts ist Osten, ja. Ein bisschen weiter nach Osten erschrecken würde. Warum stehen die da alle? Was ist los mit denen? Haben die auf mich gerade gewartet oder was? Ja, also ne, so gerade so East Coast. Ja, die fehlt noch so ein bisschen. West Coast ist vorhanden, aber ich finde die Musik aus der East Coast besser. Ja. Meine Rede. Vor allen Dingen im Osten sind auch so die ganzen, ja, ich sag jetzt mal, namensträchtigen Gebiete, weiß ich jetzt gerade gar nicht.
Aber sowas wie halt Washington DC und sowas, alles ist ja alles im Osten. Halt ist ja hier direkt, ist ja quasi direkt an der Ostküste. Also relativ nah an der Ostküste. No. Ich weiß gerade so aus dem Kopf nicht mal, wo Detroit liegt. Aber es war, glaube ich, auch im Osten. Es war irgendwo, ja, so Ost-Westen. Also der Osten geht ja unten dann auch so nach innen. Wie sieht man hier nicht, ne? Nee, nicht wirklich. Auf jeden Fall ist das Ganze ja, wenn man das jetzt so jetzt mal gucken, ist die Kamera gespiegelt, ne? Genau. Also auf der Seite geht dann ja quasi nicht so gerade runter, sondern das macht er ja irgendwie so und dann geht es irgendwie so schräg runter nach Südamerika. Und genau, quasi kurz über der Grenze zwischen Südamerika und Nordamerika geht es ja beim Norden denn so die Küste so extrem nach Richtung Westen. Richtung Osten, jetzt bin ich hier selber, weil ich hier gerade Richtung Westen gucke, für euch ist aber Osten, geht halt so steil nach Richtung Osten halt und dann erst wieder Richtung Norden und genau in dieser Flanke da ist ja irgendwie denn so Detroit. Detroit. Wenn ich mich nicht ganz falsch entsinne. Oh mein Gott. Ich glaube, so viel gefährliches Halbwissen wie heute in dieser Folge habe ich noch nie erzählt. Kann das sein? Ich erzähle erst über die Route 66, dann weiß ich gerade gar nicht mehr, wo genau die Route 66 überhaupt langläuft. Dann rede ich von Detroit und weiß gar nicht mehr, wo Detroit überhaupt wirklich liegt. Digga, was ist denn los mit mir heute? Ich sollte einfach aufhören. Ich glaube, das ist das Beste. Eieieiei. Oh Mann. Ah, da muss ich nachher erstmal Faktencheck machen. Also ich meine, dass Washington DC an der Ostküste liegt, da bin ich mir hundertprozentig sicher. Sagen wir mal nur 90% sicher. Aber wie gesagt, bei Detroit bin ich mir jetzt, wo ich jetzt so drüber nachdenke, gar nicht mehr so sicher. Und Route 66 müsste, also die ehemalige Route 66, müsste die heutige, ich weiß gar nicht, wie die Straßen heißen, aber halt die 80er da sein. Heißen die Interstate 80 oder ist das der Freeway 80? Ich kenne mich halt in Amerika mit diesen ganzen Farbsymbolen ja auch nicht aus, ne? Weil manchmal hast du hier halt diese Symbolen für die wirklichen Hauptstraßen. Das hier, das ist, glaube ich, das Symbol für Freeways. Dann hast du halt auch noch solche Sachen wie das hier. Das ist dann, glaube ich, ein Highway. Aber kurz, was steht hier vielleicht? Ne, hier steht es leider auch nicht. Warum eigentlich nicht? Also dafür, dass es eine Legende ist, ist sie ganz schön unvollständig. Naja. Ne, aber wie gesagt, das hier ist, glaube ich, das ist halt ein Highway. Und das ist halt Freeway. Mit einem trockenen Mund amerikanische Namen auszusprechen, ist auch echt eine Kunst für sich, muss man dazu sagen. Detroit. Das T kriegt man gar nicht ausgesprochen. Detroit. Detroit. Dito. Let's play Pokémon. Ja, ich weiß nicht. Keine Ahnung. Ja. Whatever. Mein Gott. Und bloß noch 50, also leck mich doch. Was ist denn das hier? Wollen wir mal kurz reinfahren? Was ist denn das hier? Das sieht so interessant aus. Ich speichere mal sicher halber für den Fall, dass wir uns. Oh, ist sogar ein Geheimweg. Wir haben eine Karte Abschnitt entdeckt. Nice! Kann aber gleichzeitig auch bedeuten, dass wir jetzt hier irgendwo in die Walachei fahren. Was denn nicht so geil wäre. Wow, wir fahren eine Schlaufe. Wir fahren jetzt wieder zurück. Okay, ja, das hat ja gut funktioniert.
Da vorne ist eine Ampel? Wo zur Hölle sind wir hier? Das war doch wohl die Idee mit dem Freeway. Guck mal, das ist eine Ampel. Da. Da ist ein Tunnel. Was zur Hölle geht hier bitte ab? Da vorne ist auch eine Ampel. Ach so, für die Tunneleinfahrt. Dass man den Tunnel auch sperren kann. Verstehe, verstehe, verstehe. War die gerade auf grün? Jetzt verwirrt. Ja, cool. Ist da, da oben echt so eine Wendeschleife. Geheimweg, Gedingsgedöns. Sehr interessant. Gefällt mir ein bisschen. Wie es da hinten immer hell ist, ne? Weil er den Schatten gar nicht so weit generiert. Sehr, sehr interessant. Ja, wie gesagt, die Rendering-Pipeline, die müssen sie echt überarbeiten. ATS 3, ich komme. Aussichtspunkt! Oh, na sowas nehmen wir doch gerne. Ja. Gibt's hier auch wieder so einen Schleichweg? Ja, hier gibt's auch wieder einen Schleichweg. Ah, lol. Ach, da vorne. Ja. Ist ja cool. Ich hätte das vielleicht als Schleichweg gemacht, weil, ne, ich meine, den will man ja vielleicht doch nutzen, wenn man sich irgendwie verfahren hat, dass man da wenden kann an der Stelle. Aber gut. Der Johnson-Tunnel. Aha. Wow. Alter. Aber hab doch gerade gesehen, ne? Der hat so gestockert, weil er gerade die ganzen Elemente aufgebaut hat. So wie auch den Feuerwehrwagen zum Beispiel. Sobald er alle Elemente hat, läuft es überfließend. Und das ist halt etwas, was bei heutigen Spielen eigentlich nicht mehr sein darf. Bei heutigen Spielen sollten solche Objekte generell asynchron geladen werden. Hat er, glaube ich, schon mal relativ ausführlich gesagt, ne? Wow, das war ja eine relativ zwei Kamerafahrt und das war's. Jetzt will ich aber mal ganz kurz. Also, die Straße ist gerade eh frei. So. Dann haben wir den Schleichweg auch noch abgearbeitet. Ach, guck mal, diesmal haben wir jetzt auch die Nachricht. Neue Passage aktualisiert. Die habe ich vorhin nicht gesehen. Ja, nee, wie gesagt, heutzutage soll. Wow. Die Schatten da sehen auch sehr interessant aus. Ist nicht raus. Nee, wie gesagt, heutzutage sollte das bei Spielen eigentlich so sein, dass das Nachladen von Objekten und von Texturen, also allgemein von Spielinhalten, also Inhalte der 3D-Welt, halt nicht über den Hauptspiele-Thread erfolgt, sondern über einen separaten Thread, so dass die Hauptspielmechanik, also das Spiel an sich, nicht dabei denn quasi pausiert wird, während die Textur oder das Objekt oder ähnliches geladen wird, sondern halt weitergeht. Ne? Und wie gesagt, das kriegen ja auch schon Spiele seit Jahren hin. Also selbst Spiele wie RPM-Tuning oder Alarm für Cobra 11, die ich damals gespielt habe, die haben ja auch das komplett asynchron gemacht. Und das Spiel hier kriegt es halt bis heute nicht hin. Ah ja. Ah, da vorne ist schon wieder so eine Auslaufstelle. Wieso ist denn nur 35 erlaubt? Was ist denn hier los? Nee, nee, nee.
Ah, wir dürfen wieder 60. Hinten. Da kommen wir jetzt aber nicht so günstig hin, ne? Ne, gar nicht. Na gut, schade. Dann nicht. Vielleicht später irgendwann. Wobei, da kommen wir nie hin. Weil entweder fahren wir hier in die Richtung, dann kommen wir hier, weil hier will man nur hinkommen, wenn wir für irgendwas nach hier fahren, extra und dann wieder zurück. Also... Ich meine, wir könnten hier vorne wenden und dann hier wenden. Aber das ist doch viel zu großer Umweg. Oh, schon wieder so helle Straßen hier. Hm. In 4 Stunden müssen wir pennen gehen. Okay.
Tja, da vorne ist nur eine Tankstelle, kann man nicht pennen.
find a new route. Achso, wir können ja gleich noch richtig pennen gehen, ne? Ich wollte hier jetzt einfach nur Pause machen, aber wir sind doch schon ganz schön müde, stimmt ja. Na gut. Fahr ich mal doch lieber auf den Tankbereich, da können wir auch gleich tanken gehen, denn. Macht mehr Sinn. Hier liegt einfach eine Bierkiste auf der Straße, lol. Realitismus, klar. Können wir beim nächsten Mal weiterhören. Die Folge ist jetzt auf jeden Fall erstmal beendet. So, und wir gucken jetzt mal, also ja, wie gesagt, die Folge ist jetzt offiziell erstmal zu Ende. Hallo, tschüss. Und die noch weiter gucken wollen, wir machen mal jetzt ein bisschen Faktencheck. Das heißt, das hier, du kommst mal kurz weg. So, Google Chrome. Und jetzt gucken wir einfach mal hier Detroit. Ach ja. Ich hatte es fast richtig geschrieben, ja. So, und das Ding liegt hier unten. Wo kann man das schön als Landkarte, also innerhalb der Landkarte sehen. Gibt's hier nicht so... Na gut. Man kann es hier am ehesten sehen. Auf jeden Fall, hier unten ist halt, hier ist halt Nordamerika. Und da unten ist halt Südamerika. Und hier geht's dann halt erstmal so nach rechts, also in Richtung Westen halt. Und hier unten an der Küste, das ist hier halt Detroit und hier oben irgendwo, hier, ne, da, Detroit. Was hiervon ist jetzt was? Ist das einfach nur der vergrößerte? Ja doch, das ist der vergrößerte Ausschnitt von hier. Okay. Genau. So, und genau, also liegt Detroit doch an der Westküste. Genauso wie halt, oh Gott. Ach, wird mit A geschrieben. Ja, ich gebe die Städtenamen nicht so häufig ein, von daher keine Ahnung, wie man solche Sachen schreibt. Genau, das liegt hier auch ganz nah an der Westküste. Siehst du, so eine Karte hätte ich mir bei Detroit gewünscht, dass man bei der Karte sieht, wo jetzt genau hier. Aber eben, das war Detroit hier unten irgendwo, ne? Da war denn Detroit. Und wie gesagt, hier unten ist halt, nein. Achso, ja, klar. Ich wollte gerade mit der Karte nach unten scrollen, aber das Bild ist ja nur so groß. Auf jeden Fall, hier unten sieht man, hier ist so die Grenze, ne? Hier ist Südamerika, hier ist Nordamerika. Und das, dieser Ausschnitt ist der, den wir gerade gesehen hatten, bei dem anderen Bild. Und da hat man hier irgendwo ist dann Detroit. Und, und diese ganzen Städte hier sind aber, das alles hier ist halt im American Truck Simulator halt noch nicht inbegriffen. Das fehlt halt alles noch. Und das wäre halt cool, wenn es da dann irgendwann mal weitergeht. So, und jetzt würde ich mal gerne gucken, wegen
Route 66. So, ob man hier sieht, welche aktuellen Straßen das Ding umfasst. Ist doch die Interstate 40. Ist dort die Interstate 40. Aber gehen die Route nicht wesentlich weiter oben lang? Jetzt muss ich mal ganz kurz hier gucken. Wartet mal ganz kurz. Genau. Die Interstate führt doch hier nach oben. Okay, ja doch. Also das hier ist die Grenze. Das ist der Bereich. Die Grenze hier ist das, was wir in ATS befahren können. Die ganzen Städte hier gibt es noch nicht. Und bei dem, was der ATS befahren kann, ist es hier der untere Abschnitt. Und das ist dann doch die Interstate 40. Okay, genau. Hier auch nochmal zu sehen, Interstate 40 ist die, die hier unten lang führt. Und die 80er, das ist glaube ich die hier, das sollte die 80er sein. Ja, ist dann halt doch eine andere Strecke. Okay. Hahaha. Ja, aber wie man hier sieht, ne, hier ist wie gesagt die Grenze. ATS, nicht mehr ATS. Das heißt, um die Route 66, die ehemalige, komplett befahren zu können, muss halt hier noch eine ganze Menge zugefügt werden. Ah. Wichtig wäre es vor allen Dingen, wenn halt hier dieser untere Bogen, dass der gesamte Bereich hier, diese ganzen Sachen, die an der Küste liegen, dass wenigstens die mit dazukommen. Weil gerade, wie gesagt, hier Detroit und Washington und die ganzen Sachen, die hier liegen, das sind alles so Sachen, die gehören einfach zu Amerika wie die Butter aufs Brot. Und das ist halt in Amerika, im American Truck Simulator, der ja Amerika darstellt. Ich meine, klar, bei dem American Truck Simulator geht es offiziell ja eher um den Kontinent Amerika. Also müsste man da dann sogar auch noch Südamerika mit hinzufügen. Das wird ja ein schöner Kraftakt. Wobei, ich weiß gar nicht, hier oben, der gesamte Bereich, also was jetzt gerade von der Kamera verdeckt wird, der ganze gelbe Bereich hier. Ich guck mal kurz, ob ich das Bild hier ein bisschen... Nee. Da. Der ganze Bereich hier. Der gehört da, glaube ich, auch noch mit zu dem Kontinent Amerika. Also entweder, wenn man den American Truck Simulator auf den Kontinent Amerika bezieht, dann fehlt noch eine ganze Menge. Ja? Und wenn man das nur auf die Wirtschaftszone Amerika bezieht, ne, also den Vereinigten Staaten von Amerika, dann ist das zumindest das, was jetzt hier alles gelb ist, weiß. Und da fehlt aber auch halt noch mehr als die Hälfte. Wie gesagt, das ist die Grenze. Das ist alles in ATS aktuell drinne. Und man sieht schon, es ist weit weniger als die Hälfte von Nordamerika. Und damit auch, ja, also da fehlt noch viel. Sehr, sehr viel. Ah, okay. Jutsche. So viel zum Thema Faktencheck. Wollte ich noch was überprüfen? Fällt mir erstmal gerade nichts mehr ein. Gut. Ja, dann soll es in der Folge gewesen sein und wir sehen uns dann zur nächsten Folge wieder.